Aloha Sexy, was geht oder geht nix? Herzlich willkommen zu Lin News. Schön, dass du instant einen Daumen hoch gegeben hast. Wir haben heute im Gepäck, wie könnte es anders sein, Aliens, Schulpsychologen, deutsche Whistleblower-Gesetze und einen der vielleicht besten Pranks der letzten Jahre. Also Freunde, angeschnallt und rein in den Aal. Gleich unser erstes Thema ist so ein richtiger What? What? Mexikanische, echte Aliens. What the fuck? Ja, während man in den USA noch langweilig damit beschäftigt ist, zu diskutieren, welche Beweise es denn eventuell vielleicht irgendwo irgendwie geben könnte, würde in Mexiko direkt boom, da wird direkt Tacheles, da wird direkt bam, 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 Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, dort hat ein Universitäts-Ufologe mit der Hilfe einer mexikanischen Universität vor dem Parlament, also echten, richtigen mexikanischen Politikern, unter Eid. Ihr wisst schon, dieses unter Eid, wo gilt... Lügen! Nicht sagen. Ja, ganz genau das. Und da hat der kurzerhand zwei exhumierte Alien-Leichen, also mittlerweile versteinerte Alien-Leichen präsentiert. Er hat die da einfach reingekarrt und gesagt, tada, da sind sie. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das relativ schnell mitbekommen und mein Gesicht wurde während dieser absoluten Absurdität einer Parlamentsvorstellung erst von so einem zu so einem schließlich zu so einem Denn was da als 1000 Jahre alte Alien-Leichen präsentiert wurde, das ist an und für sich schon, aufgrund dessen, wie es passiert ist, unter Eid, so ein TV-Ufologe, der sich da als Uniprof hinstellt und behauptet, das ist nicht Teil der irdischen Evolution, nein, nein, das sind 1000 Jahre alte Aliens. Dass der sich wirklich da hinstellt und einfach einen Verdacht nährt, der viel realistischer zu sein scheint und viel schlimmer, denn er hat schon mal Aliens angeblich aus der Unfallabsturzstelle Roswell präsentiert. Und auch damals war es ein hunderte Jahre altes, versteinertes, mumifiziertes, na? Genau, ausgebuddeltes und entweihtes Kind einer indigenen Bevölkerung. Man quasi einfach ein Grab geplündert hat. Absolut geschmacklos. Und auch diesmal, das müssen Tests von ernstzunehmenden Wissenschaftlern natürlich noch bestätigen, aber auch diesmal scheint es so, als hätte man dort entweder einfach ganz salopp und dreist gelogen und einfach zwei Steinstatuen dahin geschleppt oder auch in diesem Fall wieder die Grabstätte einer indigenen Bevölkerung geplündert und das dann da mit einer absoluten Sensationsgeilheit als Ufologe, als Aliens präsentiert, obwohl es sich auch wieder nur um 1000 Jahre alte Kinderleichen handelt. Wieder absolut geschmacklos, wieder genau dasselbe, diesmal aber eventuell mit drastischen Konsequenzen, denn vor dem Parlament unter Eid aussagen und dann so einen Bullshit verzapfen, das, ja... Das ist auch in der mexikanischen Ebene der Politik nicht ganz ohne und könnte tatsächlich auch für einen völlig abgehobenen Ufologen für einen karrieretechnisch sehr tiefen Fall sorgen. Trotzdem, absolute Gewissheit würde es erst geben, wenn, wie gesagt, renommierte Wissenschaftler an den Fundstücken dran waren. Bis dahin können wir hier spekulieren und uns das Maul zerreißen. Was meint ihr? Aliens? Ja oder auf gar keinen Fall absolut absurde Show? Eure Meinung dazu? Sind wir allein im Weltall? Oder hat euch Jonathan Frakes hier einen Bären aufgebunden? Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren verraten. Ich bin gespannt. Meiner Meinung nach sind wir nicht allein auf der Welt im Universum. Andererseits, ich bin auch nie wirklich ganz allein. Das stimmt, Flo. Ich bin dein einziger Freund. Freunde, unsere, und ich sag das jetzt einfach mal als 35-jähriger Vater von zwei Kindern, unsere Kinder haben's verdammte Axt nochmal nicht leicht. Das Bildungs-, vor allem aber auch das Schulsystem als solches in Deutschland ist ein reiner Trümmerhaufen seiner selbst. Es ist mittlerweile so alt und vermodert, dass es nur noch als Zombie vor sich hin vegetiert, so wie viele Unterrichtsräume.
oder Schulklos schon seit Jahren tun. Und auch die Probleme weniger Schulzeit, gestiegener Leistungsdruck und gleichzeitig Wegfall von tausenden fehlenden Lehrkräften gehen nicht so richtig gut ineinander über. Dazu kommt, sorry, bringen wir es auf den Punkt, dass der Satz, in der Schule lernt man auch fürs Leben, absolut an Bedeutung verloren hat, wenn man solche Zukunftsangst hat wie diese jüngste Generation. Kein Wunder also, dass seit Jahren psychosomatische als auch psychische Erkrankungen unter Schülern zum Teil schon in der Grundschule an der Tagesordnung und auf dem Vormarsch sind. Und wir sprechen über Essstörungen der übelsten Sorte, wir sprechen über Depressionen, wir sprechen über Burnout-Symptomatik bei Kindern im Alter von 14, 15. Und Freunde, was soll ich euch sagen? Ich kann es selber gar nicht fassen. Man gelobt da Besserung. Zumindest gelobt man da anzugreifen. Die Bundesregierung macht erstmal 10 Millionen Euro locker, um mit einem Pilotprojekt an wenigstens 100 deutschen Schulen in verschiedenen Bundesländern zu starten. Dort soll es in Zukunft Mental Coaches fest eingesetzt an den Schulen geben. So ein Coach ist dann auch tatsächlich nicht irgendjemand, sondern eine ausgebildete Fachkraft. Mindestens erstmal eine sonderpädagogische, dementsprechend mit sozialpädagogischer und auch psychologischer Komponente in der Ausbildung oder im besten Falle eben auch Psychologen und Psychologinnen. Diese Mental Coaches sollen dann Anlaufstelle für Schüler mit Problemen sein. Ab der 5. Klasse ist das vorgesehen. Die sollen wiederum den Raum für Gespräche mit den Schülern eröffnen, sollen aber auch über mögliche weitergehende Hilfsangebote mit ihnen sprechen können, sie vermitteln können beispielsweise, wenn sie merken, vor Ort, das reicht einfach nicht aus, die Kapazitäten sind immer noch nicht da. Und ich begrüße das unwahrscheinlich sehr, denn die Schulpsychologien in Deutschland, ich selbst habe jahrelang im Berliner Bezirk Wedding in einer gearbeitet, neben dem Studium, die sind vollkommen und heillos überfordert. Dort kommen bis zu 3 psychologische Fachkräfte auf mehr als zum Teil 8 Schulen. Das sind hunderte, unzählige von Schülern. Natürlich kann man da nichts machen. Sollte das Projekt also wirklich, haha, Wortwitz, Schule machen, kann ich nur hoffen, dass die Bundesregierung weit mehr als 10 Millionen dafür locker macht und weit mehr als 100 Schulen dafür in Frage kommen. Denn es wird meiner Meinung nach dringend gebraucht. Das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach eine echt ziemlich gute Nachricht, verpackt in einer echt ziemlich schlechten Nachricht. Wow, das ist euer Toxic Treat of the Day. Jetzt kommt die Werbung. Ach, Freunde, ich sag's euch, heute ist wieder so ein Tag nur Rennerei und ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Ich bin ganz ehrlich, gleich muss ich noch was drehen, kann dafür schon mal alles anmachen. Im Moment sitze ich noch und mache hier gerade noch ein Albumcover fertig, denn morgen ist Musikrelease von der ersten Single und dem ersten Album einfach mal. Dann muss man die Kinder morgens schon direkt in die Kita bringen, die frühstücken nämlich da. Dreimal darfst du raten, wer bis dahin noch überhaupt nicht gefrühstückt hat. Mua, this guy. Und dann sitzt man halt den ganzen Tag entweder hier oder auch hier in der Werkstatt, weil man sich gedacht hat, ja, warum nicht, lacht man sich noch ein Side-Project an. Macht ja nix. Oder man sitzt im Auto und hängt mal wieder im Stau fest, während man versucht, in Berlin irgendwie von A nach B von Termin zu Termin zu hetzen. Nur eine Sache steht mal fest, Freunde. Während man das alles ja irgendwie gedeichselt kriegt, fällt einem meistens auf, eine Sache, die hat man so gar nicht bedacht. Und das ist an einem Tag irgendwas für sein ganz persönliches Wohlbefinden zu tun. Ne? Mal schnell eine Tankstellenbockwurst hier, mal schnell einen Snack da irgendwie ins Gesicht gedrückt. Das ist auf Dauer für die Gesundheit auch nicht so richtig geil. Aber es ist halt schwer. Der Tag ist voll. Und deshalb, Freunde, müssen gesunde Routinen vor allem eins sein. Super simpel und super schnell. Ein Glück also, Freunde, dass es AG1 gibt zum Beispiel. Seit ich meine Ernährung vor ein paar Jährchen umgestellt habe, gehört AG1 für mich absolut dazu. Einfach morgens ein Scoop AG1 hier in diesen praktischen Shaker rein. Zip. Was sind denn für Geräusche? Und dann, das AG1 hat den Vorteil, es schmeckt so schon ganz geil, weil es leicht süßlich ist, aber von mir Süßschnäbelchen nur ein kleiner Tipp für euch. Pro-Tipp quasi, ja. Statt normalem Leitungswasser, was ihr natürlich nehmen könnt, könnt ihr auch Kokoswasser nehmen. Und dann ist das Ganze richtig yummy. Gut shaken? Sollte man vielleicht nicht in der Öffentlichkeit machen, kann komisch aussehen. Und das, Freunde, ist mit AG1 tatsächlich eine Daily Routine, die ist so schnell und einfach.
genial. Falls ihr euch jetzt fragen solltet, aber Flo, was ist das überhaupt? Nun, AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe in einem einzigen Scoop. Eine absolut simple Routine, die euren Körper schon früh morgens auf vielfältige Art und Weise unterstützt. Vom Immunsystem und dem Energiestoffwechsel über euren Hormonhaushalt bis hin zu geistiger Fitness. Und das Beste ist, es ist nicht irgendein Multivitaminpräparat. Ne? In AG1 stecken neben essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen auch noch Pflanzenstoffe, Bakterienkulturen, hochwertige Pilze und andere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Alles das durchoptimiert auf Bioverfügbarkeit, also so, dass es da in eurem Körper auch ankommt, wo es gebraucht wird. Und dabei ohne zugesetzten Zucker und vegan ist es auch noch. Dazu könnt ihr das Ganze noch super simpel im Abo machen. Monatlich frei Haus, monatlich kündbar ohne Risiko. Und wenn ihr Lust habt, dieses Angebot jetzt für euch zu nutzen, dann geht auf drinkag1.com/lf. Das ist mein Code, damit unterstützt ihr nicht nur mich, sondern auch eure Gesundheit. Und Freunde, der Sommer ist vorbei. Deshalb gibt es, wenn ihr das Abo jetzt abschließt, nicht nur eine Jahresportion Vitamin D noch obendrauf, sondern auch 5 praktische AG1 Travel Packs mit dazu. Lasst es euch schmecken, gern geschehen, und jetzt weiter mit dem Video. Freunde, wusstet ihr, dass es seit Juli in Deutschland ein Whistleblower-Gesetz gibt? Nein? Okay, vielleicht kennt ihr es unter dem zugegeben etwas sperrigen, sehr deutsch-bürokratischen Namen. Das Hinweisgeberschutzgesetz. Das macht aber wenigstens deutlich, was es tatsächlich ist. Jemanden, der einen Hinweis gibt, schützen. Und nicht, wie man so normalerweise mit Whistleblowern in den letzten Jahren umgegangen ist, ne? Verfolgen und versuchen wegzumachen. Und ja, wie gesagt, im Juli trat das in Kraft. Was ist das und was ist seitdem eigentlich passiert? Nun, das Whistleblower- oder eben Hinweisgeberschutzgesetz soll dafür sorgen, dass es einem jeden deutschen Bürger möglich ist, Missstände zu melden in dem Unternehmen, in dem er beispielsweise arbeitet, oder auch in der Behörde, in dem Amt, in dem er arbeitet. Dafür gibt es eine Meldestelle, die untersteht direkt dem Justizministerium. Dabei, das sei auch gesagt, kann man die Hinweise entweder anonym liefern oder sogar über ein Online-Formular. Wow, man muss es nicht faxen, yay! Oder aber direkt mit der Behörde zusammenarbeiten, wenn man der Meinung ist, man braucht sofort Schutz vor Repressalien, Drohungen oder sonst was. Denn das Angebot steht jedem offen, der, wie gesagt, Missstände in seinem Unternehmen, sei es irgendwo werden Menschen ausgebeutet und man bekommt davon etwas mit, oder aber auch in einem Amt. Irgendwo ist beispielsweise jemand, ja, korrupt, oder jemand kriegt tatsächlich mal mit, dass offensichtlich Faschos im Staatsschutz arbeiten und kann das melden und beweisen. Genau für all das ist diese Stelle da, und seit Juli gingen bereits 113 Meldungen ein. Diese werden geprüft, bearbeitet und dann wird dementsprechend ermittelt. Viele kritisieren das als Online-Denunziantentum im großen Stil oder als Stasi 3.0, weil jeder Bürger und online und anonym und so weiter. Was sagt ihr dazu? Ist das eine sehr gute Idee oder eine sehr schlechte Idee, weil sofort der Staat mit involviert ist? Viele sind da skeptisch und sagen, ja, bei Unternehmen mag das gehen. Bei Staatsbehörden, die man damit irgendwie ankacken will, da passiert doch sowieso gar nichts. Eure Meinung dazu? Ihr wisst wohin. Niemand schreibt so. Meine Mutter. Freunde, Fashion ist ja echt so ein Ding. Und es kann ja nicht alles so unfassbar nice Streetwear sein wie bei www.die.rich, euer neuer Lieblings-Streetwear-Online-Shop. Hey, vielen Dank, dass ihr da mal vorbeischaut. Ich freue mich. Tobt euch aus. Ist ein sehr geiler Drop, der September-Drop. Kann ich euch versprechen. Und falls ihr gerade auf der Suche nach der bequemsten Sport- und Freizeitshorts seid, die ihr jemals gekauft habt, dann schaut da auch mal vorbei. Noch sind welche da. Ich glaube sogar in fast allen Größen noch. Egal, was ich neben dieser absolut schamlosen Eigenwerbung eigentlich sagen wollte. Vor kurzem erst war die New York Fashion Week. Und was soll ich sagen? Ja, Fashion is wild. Es gibt da Haute-Couture-Zeug, was niemals irgendjemand tragen kann, weil es einfach Kunst ist. Und dann gibt es eben Firmen wie beispielsweise Balenciaga, die absolut sinnlos dumm teuer sind. Und dabei mittlerweile nur noch irgendwo doppelt ironisch unterwegs sind. Da werden dann mal eben kaputte Schrottschuhe für vierstellige Preise verkauft. Und das ist dann Haute-Couture-Modekritik an der Fast Fashion. Und ich weiß, Digga, studier Kunst und mach eine Interpretation, wenn du Bock hast. Fest steht aber auch, absolut niemand hat mehr einen Überblick über irgendetwas. Tja, und so kam es eben auch dazu, dass während der New York Fashion Week einfach irgendjemand, absoluter Random, während einer der riesigen Shows einfach nur bekleidet mit einem Müllsack und einer Duschhaube über den Catwalk stolzierte, seinen Applaus bekam, gefeiert wurde und erst dann, als er wieder auf dem Rückweg war, den Leuten auffiel: Moment, der gehört gar nicht zu uns. Ja. Ich sag's euch, Freunde, Fashion. Und meiner Meinung nach
hält das dem Ganzen wundervoll den Spiegel vor und gehört damit. Einfach, weil es niemandem sinnlos wehgetan hat, es keine wahnsinnig arschgefährliche TikTok-Challenge ist, bei dem irgendwelche Fahrradfahrer ums Leben kommen. Dazu nächste Folge mehr, weil das ist absolut wild, was da auf TikTok passiert. Noch weil irgendjemand wahnsinnig denunziert wurde oder persönlich angegriffen oder beleidigt. Das war einfach nur eine fantastische Kritik und ein wahnsinnig guter Prank. Finde ich gut, Freunde. Genauso gut wie dich. Meine Fresse, siehst du gut aus zur Zeit. Warst du irgendwie sowas gemacht? Ein bisschen hier? Sport oder irgendwie so? Oder jemanden kennengelernt? Hä? Strahlst so ein bisschen von innen. Gefällt mir. Einfach genau so weitermachen. Siehst toll aus. Bis dahin. Halt die Ohren steif. High five. Mach's nicht gut, mach's besser und bis bald.